Mein lieber Freund, der Ingo, hör mal. Also, danke schön. Das ist ja... Nein, ich muss mal, also... Ingo, das waren sehr gewagte Gedankenspiele, muss ich mal sagen. Also Franken spaltet sich von Bayern ab, dann kommen bei mir Aschebesch und in die Gegend kommen meine Mainfranken und sagen, dann gehen wir nach Hessen, dann hat es einen besseren S-Bahn-Anschluss. Also so können wir doch nicht. Wo bleibt denn da die Idee vom vereinten Europa? Ne, gerade hast du ja angesprochen, nach dem Brexit. Ich finde das jetzt so lustig. Ne, Wochenende für Wochenende gehen die Briten auf die Straße und fragen sich, was haben wir denn da gemacht? Vor allem die Jugend jammert, sei selber schuld, wenn sich nur ein Drittel von ihnen zu den Wahllokalen geschleppt hat. Schade, dass dieser Pokémon-Go-Quatsch erst nach dem Referendum losging. Also, wenn in jeder Wahlkabine so ein Monstersche rumgehüpft wird, dann hätte ich dahin. Und so hat die Generation 75 plus den Brexit entschieden. 900 von ihnen haben die erste Stunde nach Schließung der Wahllokale gar nicht mehr erlebt. Aber... Die Jugend ist sauer jetzt und sagt, die Rentner haben uns die Zukunft geklaut. Das stimmt. Rentner, Ungebildete und die Landbevölkerung haben das Referendum entschieden. Aber, liebe Brits, da kann man doch auch mal locker bleiben. Dass Rentner, Doofe und eine konservative Landbevölkerung eine Wahl entscheiden. Damit muss ich in Bayern leben, seit ich an die Urne darf. Na, ich meine, sonst will ich ein... Nein, sonst will ich zu Bayern gar nicht viel sagen heute, weil wie sich die CSU seit einem Jahr in dieser Flüchtlingsdebatte aufführt, diese AfD in Lederhosen. Ne? Vorneweg Scheuer, Söder, Seehofer, das Red Pack der Christsozialen. Und immer auf die Kanzlerin, die, da bin ich erstaunt, nimmt es richtig locker. Ne? Die sagt, das sind drei selbstradikalisierte Einzeltäter. Aber die mächtigste Frau der Welt hat's nicht leicht. Na, also sagen sie, spaltet das Land, jaulen die einen, sag ich, Freunde. Die Frau ist Physikerin. Was habt ihr denn erwartet? Spalten ist ihr Kerngeschäft. Ja, sie hat keinen Plan, jaulen die anderen. Sie hat noch nie einen Plan gehabt in ihren 11 Jahren. Nix, aber da wurde jede noch so nichtssagende Worthülse von ihr als kluge Moderation und neuer Politikstil gefeiert. Und dann zeigt sie vor einem Jahr mal Herz, wo immer sie sich das auch besorgt hatte. Und seitdem geht's auf die... Jetzt hat uns ihre Hoheit schon zum zweiten Mal wissen lassen, sie wisse noch nicht, wann sie Hof hält, um uns huldvoll mitzuteilen, ob sie uns mit weiteren 4 Jahren ihrer Herrschaft beglücken will, weil sie nicht weiß, ob die CSU sie unterstützt. Unglaublich eigentlich, oder? Welche Macht diese kleine regionale Folklorepartei hat. Aber dem Seehofer gefällt's. Ich hab ihr schon wieder getraut. Das macht er ja gern. Das macht er gern. Drohen, auch immer so wirkungsvoll. Sie muss unseren Forderungen zustimmen, sonst, und dann sind alle immer ganz aufgeregt, sagen, habt ihr gehört, der Seehofer hat wieder sonst gesagt, oh nein, um Gottes Willen, ehrlich, ja, sonst hat er wieder gesagt, das darf doch nicht wahr sein, er hat sonst gesagt, um Himmels Willen, wie ist denn der Satz weitergegangen? Gar nicht, aber Drohung, immer Drohung, Vertrauen, Vertrauen, immer Drohung, Vertrauen. Immer drohen. Ich zähle jetzt bis 3. Und wenn das bis dahin nicht erledigt ist, ja dann zähle ich weiter. Er ist schon, irgendwie, ne, ist er schon so ein bisschen wie der Scheinriese Turtur aus Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer. Je näher man ihm kommt, desto kleiner wird er, der Schrumpfkopf. Aber bei Turtur hat es wenigstens noch ein gutes Ende genommen. Er wurde Leuchtturm auf Lummerland und hat die Schiffe sicher in den Hafen gelotst. Wenn der Seehofer als Leuchtturm in Bayern, da gibt's Massenhavarien auf dem Starnberger See. Aber vielleicht blinkt ja bald sein gefühlter Nachfolger. Eure? Euer Leuchtturm aus Nürnberg? Hä? Der Söder, wobei der ist weniger Leuchtturm, eher Teelicht. Aber der faselt... Mein Gott, wenn der losfaselt immer, wir müssen die Sorgen und Ängste der Bürger, die wir ihnen ein Jahr lang eingeredet haben, ernst nehmen, warnt vor Parallelgesellschaften und den Massen, die sich nicht integrieren wollen. Gut,
da kennt er sich aus. Eine Parallelgesellschaft hat er mit seiner CSU. Und wie Bayern in Deutschland zu integrieren ist, naja, egal. Aber am besten gefällt mir Söders dauernder Appell an Inhalte. Wenn ein Vakuum wie Söder an Inhalte appelliert, das kann man immer schön nachlesen, wenn er twittert. Macht er gern, ne? Machen ja viele Politiker gern, treiben sich dauernd in den asozialen Medien rum und twittern, weil sie wissen, 140 Zeichen, dafür reicht mein Wortschatz. Und wenn von dem Söder was kommt, dann weißt du sofort, wenn du denkst, es geht nicht blöder, kommt ein Tweet von Markus Söder. Sein größter. Sein größter Sonnenstichvorschlag neulich war, Familien von Geflüchteten nicht zusammenführen. Nein, Hunderttausende abschieben, fordert der selbsternannte Familienmensch Söder. Auch in Krisengebiete, auch nach Syrien. Denn, hat er gemeint, auch in Syrien gibt es sichere Gebiete. In Syrien. Habe ich mir gedacht, dann flieg doch mal runter und such sie die sicheren Gebiete, du Christ. Doppelte Staatsbürgerschaft will er abschaffen, nur noch Leute aus dem christlich-abendländischen Kulturkreis zu uns holen, also ich vermute mal Österreicher, und natürlich Verhüllungsverbot. Da hat aber der bayerische Innenminister Herrmann gemeint, nicht zielführend, weil er weiß, dass im Sommer die wohlhabenden schwarzen Briefkästen in Münchens Maximilianstraße sämtliche Edelboutiquen leer shoppen. Da ist auch der Seehofer tolerant. Wer Geld bringt, ist uns immer willkommen. Wann kommt eigentlich endlich die Obergrenze für Heuchelei? Ein Verbot der Vollverschleierung, das wünsche ich mir mal für die Politik. Damit wir mal erfahren, was in Hinterzimmern zu unserem Nachteil ausgekungelt wird. Ein Verschleierungsverbot, da sage ich her damit, damit wir endlich erfahren, wie Großkonzerne uns zustehende Steuern in Finanzoasen verschieben, wie Umwelt- und Verbraucherschutz dank der geplanten Freihandelsabkommen mit Füßen getreten werden. Aber davon erfahren wir nichts. Da müssen wir auf die wahren Wächter der Demokratie hoffen, die Whistleblower. Dank Greenpeace zum Beispiel und den Leaks wissen wir, wer von CETA und TTIP profitiert. Wir nicht. Nach der Veröffentlichung war die Kanzlerin ganz besorgt und aufgeregt und hat gemeint, daran sieht man, wie wichtig es ist, dass das Abkommen so rasch wie möglich unter Dach und Fach kommt. Für diesen Satz gehörte sie geteert und gefedert, vom Hof gejagt. Für ihren teuflischen Pakt und ihre Kriecherei vor dem türkischen Ketten und Erdogan auch. Für ihr Kaputtsparen Südeuropas. Für ihr neoliberales Katzbuckeln vor Lobbyisten. Für ihr Totalversagen bei der Energiewende. Ich könnte noch stundenlang weitermachen. Aber gebasht wird sie für eine kurze menschliche Regung, die mir ihr gar nicht zugetraut hätte. Den Schleier, der uns von rechten Populisten über die Augen gelegt wird, den sollten wir mal lüften. Aber im Grunde, wenn alle sagen, bald ist sie weg, abwarten. Im Grunde ist es ja egal, was wir wählen 2017. Am Ende springt auf jeden Fall wieder Angela Merkel aus dem Sack. Von wegen, und da bin ich auch schon wieder. Tolle Aussichten. Toll.